Die Welt hat sich verändert. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ich rieche es in der Luft. Vieles, was einst war, ist verloren. Da niemand mehr lebt, der sich erinnert. Hallihallo und Hallöchen auch nochmal. Ganz recht herzlich willkommen zu Eine Stunde mit Lego Herr der Ringe. Ja, das Spiel, das ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt, ich weiß. Ich kam bisher nie so recht dazu, das Ganze hier zu zocken. Ich meine, man hat ja viel am Hut, man hat ja viel zu tun, so, ne? Und übrigens habe ich mir heute auch wieder einen Gast besorgt. Genau, tatkräftige Unterstützung. Wie könnte es anders sein, der Toni, der ist auch wieder mit dabei. Genau. Und, was wäre in Eine Stunde mit ohne eine Uhr? Ich würde sagen, die stellen wir uns jetzt auch direkt mal, oder? Was hältst du davon? Davon halte ich ganz viel. Es tut mir übrigens leid, ich werde in der folgenden Stunde nicht in das Spielgeschehen eingreifen können. Wir haben es versucht und versucht, aber der Controller will einfach nie laufen. So, hier, auf meinem heftigen Handy mache ich jetzt den Timer an. Auf exakt, ja gut, lassen wir es 59 Minuten, obwohl machen wir hier halt eine Stunde draus. Also nett zu den Zuschauern. Wir labern ja auch viel, jetzt noch am Anfang. So, und was nehmen wir für einen Ton? Komm, wir nehmen die alte Hupe. Ich mag die Ente. Mir war es immer die Ente. Die Ente? Okay, warte, nehmen wir die Ente. Ja, da werden Erinnerungen wach. Warte, nochmal. Da ist die Ente. Das war schon eine Minute. Gut, so, nee, ich wollte doch jetzt die Ente einstellen. Gut, die Ente ist eingestellt, eine Stunde. Tatsächlich starten. So eine Stunde läuft jetzt. Blind, komplett blind. Komplett blind. Der Einstieg war jetzt ein bisschen holprig. Das mit der Ente hätte ich vielleicht planen sollen. Macht ja nix. Genau. So, wir spielen jetzt Lego, der Herr der Ringe, wir zwei zusammen. Toni hat es gerade schon angesprochen. Das ganze Spiel spielt meine Wenigkeit jetzt hier alleine. Das liegt daran, dass wir versucht haben, das Ganze hier mit einem Controller für den Toni zu managen. Genau, zu managen. Aber das hat alles nicht so ganz funktioniert. Wenn ihr irgendwie wisst, wie das geht, belehrt uns eines Besseren sehr gerne in den Kommentaren. Dann können wir wenigstens demnächst zusammen zocken. Jetzt aber ist das Ganze hier erstmal alleine. Also was heißt alleine, mehr oder weniger alleine? Ihr wisst schon, was ich meine. Spielstand 1 würde ich sagen, nehmen wir jetzt. Sitzt halt wieder doof daneben und erzähl euch ein bisschen was. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mal, oder? Ja. Spielstand 1, speichern, bestätigen, auf jeden Fall. Und der Ring in der Ecke. Automatisches Speichern verwendet jetzt Spiel 1, okay. Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. Drei wurden den Elben gegeben, unsterblich und die weisesten und reinsten aller Lebewesen. Sieben den Zwergenherrschern, großen Bergleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Und neun Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem anderen nach Macht streben. Denn diese Ringe bergen die Stärke und den Willen, jedes Volk zu leiten. Doch sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. Ein Ring, sie zu knechten. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis von Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Alter, das darfst du jetzt zocken. Ach, schön. Ja, Lego, ein Traum. Übrigens, wenn wir hier ab und zu mal so ein bisschen kichern oder lachen, das ist gewollt. Das wollt, die provozieren es aber auch. Ja, die provozieren es tatsächlich. Moment mal. Aha, da kann ich schlagen. Fress das. Niederes Pack.
So, ihr kennt vielleicht, wer die Lego-Spiele kennt, der wird es wissen. Die Münzen, die auf dem Boden liegen, das ist Geld, was wir einsammeln können, um die wahre Stärke zu erlangen. Das ist dieser Balken oben. Und wir müssen jetzt halt hier diesen bestimmten Auftrag, wie ihr schon seht, wir müssen eine bestimmte Anzahl an Orks oder Kämpfern töten. Und ja, bisher, was sagst du so zum Intro? War viel Fanservice dabei, ne? Du meinst jetzt das Intro vom Spiel, ne? Nicht unser klar. Intro. Ja, gut. Ja, einringen sie alle zu knechten, das weltberühmte Zitat. Richtig. Leider kein Originalstimmen, aber Originalmusik, das ist schon mal viel wert. Ja, ha, ich hämmer doch die ganze Zeit Haar hier. Komm, friss das. Was müssen wir eigentlich, müssen wir irgendwas Spezielles machen oder hier einfach gerade nur metzeln? Zwei Kollegen töten oder zwei, ich weiß gar nicht, was das da oben sind. Aua, aua, hey. Oh, du bist dood. Wenn du dood bist, verlierst du, ich glaube, 2000 Geld musst du wieder einsammeln, weil du musst, wie gesagt, die Anleihen da oben voll kriegen. Und außerdem ist das Geld nachher sehr praktisch. Da wollte ich gar nicht hin. Ja, du musst diesen Flaggenträger umbringen. Das ist das, was du machen musst. Und die Herzen immer einsammeln. Ja. Um Gottes Willen. Da, die Flaggenträger, die muss ich töten. Richtig. Kannst du parieren? Ich weiß es nicht. Ich hämmer hier gerade die ganze Zeit die H-Taste. Na komm, jetzt haben wir da oben drei Kreuze. Aha! Oh, der Schicksalsberg. Boah, sind das viele, ne? Und die Elben, die kämpfen da tapfer. Halte U gedrückt, um Elendil auf den Charakterrad auszuwählen. Mit seinem Schwert Nasir kann er Morgul Lego-Objekte zerstören. So, warte. Elendil, König der Menschen damals, glaube ich. So, jetzt können wir Italien zerstören. Ein Traum, dafür kriegen wir wieder ganz viele Münzen. Und Flaggenträger sind oben. Ja. Ich tue mein Bestes gerade. Ah, kein Ding. So, hier, kein Ding für den King. Ist jetzt gerade so die erste Schlacht so ein bisschen Tutorial auch wieder? Hm? Natürlich, muss ja. Und später geht's dann jetzt richtig los quasi. Aber ist schon geil. Ah, die Münzen verschwinden. Zeigen schon mal sehr gut, was sie alles drauf haben und wie sie diese Lizenz auch ausnutzen. Also gefällt mir sehr geil, sehr gut gerade. Gefällt mir sehr geil. Ja, wir haben das Spiel übrigens auf der Gamescom gesehen, ne? Genau, wollte ich gerade erzählen. Wir waren ja damals, aber ist auch im Video zu sehen. Oh. Doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Checkpoint! Alter Schwede! Oh Gott! Der haut sogar die Framerate K.O. Ja, und was sollen wir jetzt mit dem machen? Du musst ihn schlagen, der hat drei Leben und der wird schon nicht mega schwer zu treffen sein. Was, das ist das lustig, wie das aussieht! Ja, das ist ja jetzt mal voll assi! Alter, das ist eine Stunde mit und die schicken mich hier gegen Sauron. Das ist ja wohl das allerletzte. Hier, friss das. Ne, das funktioniert noch nicht mal. Versuch mal Sprung und dann auf den Boden hauen oder so. Das klappt meistens. Nee, auch nicht. Das war... Wahrscheinlich, ja, kann sein, dass es irgendwie Morgul wächst. Ah, guck mal da, er haut immer sein Ding in... Ah, guck mal, Jetzt kannst du. Nee, warte. Das ist immer noch der Falsche, aber jetzt, du brauchst doch den richtigen Typen, dann kannst du ihn kaputt hauen. So, du brauchst wahrscheinlich Isildur für. Aha, guck mal da. Nee, doch nicht Isildur, Elendil. Und dann mit Elendil, guck mal, da vorne das Ding blinkt. Vorne. Aha, oder guck mal. Da, hau mal nochmal drauf. Genau, die kannst du jetzt zerstören. Ja, geil. Ah ja, jetzt verstehe ich das. Alles klar, muss man ja auch erstmal raffen. Aber erstmal Geld. Erstmal das Geld einsammeln, genau. Das lernt man sehr schnell, wenn man YouTube-Partner ist. Das Geld kommt zuerst. Ja, das ist leider relativ. Alter, ist sehr groß. Ah, der ist so groß, der versperrt mir die Sicht. So, ist das eine Frage der Zeit, bis der wieder so in den Boden haut, oder? Ja, wahrscheinlich muss ich ihn provozieren und dann wegspringen. Oh. Ja, der hat jetzt erstmal einen Vulkan aufgehauen, so einen kleinen. Ja, das war sehr klein. Ah, guck mal, der verschwindet auch wieder. Guck mal, da hinten diese Kristalle musst du zerstören, kriegst du Geld für. Ja, da wollte ich auch gerade hin. Aber das ist nicht so einfach, wenn man den Sauron im Nacken hat. Du hast einen Ork übrigens auch im Nacken, siehst du doch nicht, weil du Sauron im Nacken hast. Oh ja. So, komm, du als erstes. Bam, der war schön. So, muss ich hier irgendwie... Ich weiß nicht, wie genau er das macht.
Ach, guck mal, jetzt haut er da hin. Oder auch nicht. Das kann sein. Vielleicht musst du ihn provozieren, dann da hinzuhauen, wo du dieses Ding gesät hast. Nee. Nö. Ah, guck mal, jetzt kommt er wieder. Hau ihn! Voll auf die 12! Also nur mal ganz kurz, wir haben es auf der Gamescom gespielt. Damals habe ich schon gesagt, es war sehr lustig und hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich einfach tierisch, dass wir es heute sehen. Ja, es ist einfach dieser Lego-Humor, der so charmant ist, möchte ich es formulieren. Richtig. Habe ihn auch schon im Intro gut gesehen. Mach mal die Kristalle jetzt, wenn er gerade abgelenkt ist. Ja, das habe ich ja gerade probiert. Boah, der Sauron, der würde alle Energieprobleme lösen. Geothermische Energie. Ja, die kannst du gar nicht zu schlagen. Vielleicht kann Sauron das. Vielleicht kann er das. Hey, Sauron, mach doch mal. Hey, Sauron, mach mal kaputt. Oder ich muss irgendwas anderes. Kann auch sein, dass du dafür so Spezial brauchst oder Doppelsprung und Schlagen. Wie gesagt, das ist bei immer mehr immer noch... Ja, genau das. Ja, es hat sogar geklappt. Ja, nee, hat nicht geklappt. Sag mal, was war das, was bei Lego Star Wars nochmal die Macht war? Es war bei mir immer L. Warte, ich will... Nein, da... Jetzt hat er mich erwischt. Aber er hängt fest. Jetzt haben wir jetzt ganz kaputt machen. Ja, ja. Aber wir haben die Zeit, den Tausender einzusammeln. Nein, ich will immer... Das war clever. Ich will immer auf der Leertaste springen, aber mit der Leertaste... Kannst du ja umstellen. Lego ist ja netterweise noch eins der wenigen Spiele, wo man auch umstellen kann. Ja, das haben wir vorhin noch gemerkt. Ja, also die Steuerung. Eine Geschichte von anderen. Ah, jetzt aber. Nein, nicht die Orks. Ach, das darf doch nicht was. Ups. Hat er so ein Auto, hat er einen Autofokus? Ja. So, erstmal alle Orks weg, dann kann der Autofokus auch nicht mehr versagen. Boah, scheiße, ey. Wir stehen einfach alle drumherum, ja. Es ist wie bei diesem Endkampf in Harry Potter. So, diese dämlichen Orks hier, komm. Oh, du bist so gemein. Ich weiß. Das ist echt schon ganz schön gemein. So, jetzt komm, jetzt auf die Nüsse. Mach ihn. Auf die Nüsse. Jawohl, voll auf die 12. Sauron, der Feind der freien Völker Mittelerdes, war besiegt. Der Ring ging an Isildur, der nun die Gelegenheit hatte, das Böse für immer zu vernichten. Isildur, schnell, folge mir. So, wir sind also jetzt stolzer Besitzer des Rings der Macht. Sehr gut. Oh. Spiel vorbei. Spiel vorbei, danke für euer Interesse. So, ist natürlich uncool, dass es gerade ein bisschen leckt, aber die Effekte von der Lava sehen auch ganz schön cool aus, finde ich. Benutze eine Speicherstatue, wenn du eine Pause machen willst. Drücke K, um sie zu aktivieren wahrscheinlich. Ich kann es nicht mehr ganz lesen. Ja, K, das ist dann wahrscheinlich auch dieses Spezial. So, wir können das hier erstmal alles zerschlagen, um ein paar Münzen abzusahnen. Gibt alles Geld. Genau. Das auch? Lego ist pädagogisch. Wenn ihr einen Vulkan haut... Prügelt für den Erfolg. Achso, jetzt muss ich hier... Ah ja. Speichern und fortfahren. Ein Traum. Wieder der Ring unten in der Ecke. Die Statue hätte ich übrigens mehr als wachsender Blumen. Hier oben. Die Statue hätte ich mir übrigens gerne mal angeguckt. Ach geil, klettern kann man jetzt auch. So, ich muss mir dringend merken, dass ich nicht mit der Leertaste springe, sonst landen wir hier schnell in der Lava. So, hier machen wir auch nochmal kaputt. Dann bin ich irgendeine bessere Waffe als das kaputte Isildur-Schwert. Ja, ich kann ihn hier nehmen. Wir sagen jetzt aber nicht so besonders viel zur Herr-der-Ringe-Geschichte, oder? Ach was, das wird doch alles erklärt hier. Richtig. Die Herr-der-Ringe-Geschichte wird hier komplett aufbereitet. Und wir wollen jetzt auch nicht stimmungsvoll versuchen, Elendils Tod zu... Sag mal, wie komme ich denn jetzt hier rüber? Du musst wahrscheinlich doch mit Isildur schlagen. Ah ja, offenbar. Der hat Narsil, also... Gesundheit. Gesundheit. Katzierfarm. Du kannst doch den Lavabrunnen zerhauen. Dann gibt mir mal Geld. Ah, jetzt muss ich wieder zurückhüpfen. Ist das so schwer? Ja. Es ist furchtbar. Es ist eine Schikane, du. Eine Schikane. Ah. So, hier auch nochmal. Nee! Da, ja, da hat er.
Ja, das war ja selten dämlich. Und den Tausender kriege ich noch. Ja, dann kriege ich halt den anderen Tausender. So, komm hier auf die Nüsse. Ja, und jetzt vorsichtig nicht in das Ding laufen. Kann man diese hat der vielleicht einen Bogen, der wie ist er denn jetzt? Elrond. Ah, da kann er vielleicht auf diese Felder da oben schießen, die so brüchig sind, weißt du? Nee, der hat nur sein Schwert. Ja, kannst toll. Du versuch doch mal das Rad ist ja gar nicht für Angriffe. Da muss man irgendwas mit machen können. So, wir laufen jetzt hier rüber. Ist mir ja, guck mal, da zum Beispiel sieht man schon wieder Lego, wie der hohe Wiederspielwert. Da oben kann man irgendwas anschießen. Wir können es nicht, weil wir es nicht haben. Ein Traum. Man muss übrigens dazu sagen, als ich das letzte Mal so ein Lego-Spiel gespielt habe, da war ich noch ein kleiner Bub. Echt? Ja. Das letzte Mal habe ich das gespielt, da war ich 16. Tatsächlich? Ja, Mann. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen länger, ja, glaube ich. Nee, ich hab. Deswegen bin ich auch gerade, ihr merkt es mit der Steuerung, das ist wieder so eine Statue, ne? Nee, ich bin riesen Fan von diesen Lego-Spielen, das wissen die ja, meisten ja auch. Ich hab das ja auch heiß und innig geliebt. Guck mal, da ist ein goldener Stein. Ja, die gibt's also auch wieder. Die goldenen Steine schalten nachher Bonusgegenstände frei. Es gibt also sehr viel zusammen hier nochmal wieder. Bekannte Lego-Elemente eben. Ganz richtig. So, die ganzen Münzen hier, die purzeln schon in die Lava. Das gefällt mir so mittelgut. Was machst du denn da? Du sollst doch... Alles super. 4 Leben. Alles super, bis auf die Frame Rate. Du hast nur Elrond zu hauen. Haha. Ich wechsle. Das wird mir zu viel. Ist auch viel los. So, übrigens, warum die Framerate jetzt so ruckelt, das kann ich nicht verstehen. Haben wir den Game Booster nicht an, ha? Nee, wir haben den Game Booster nicht an. Ah, schade. Egal, das wird sich bestimmt gleich wieder regulieren. Das hatten wir eben schon mal, dass es ein bisschen gezuckelt hat. Liegt wahrscheinlich einfach an diesem... Sag mal. Da ist Präzision gefragt, mein Lieber. Aha. Drücke also. J, um höhere gelegene Gebiete zu erreichen. Das ist wahrscheinlich dann der Sprung. Was kann, diese Statuen kannst du doch bestimmt mit Nasil zerhauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach nur zur Deko dastehen. Mhm. Ja gut, dann kann man sie halt zerhauen. Entschuldigung, Herr Lehrmeister. Ach, guck mal, eins von... Ja, siehst du, hättest du die anderen beiden auch zerhauen, dann... Ja, Verzeihung. Ja, ich bin dann so einer, ja. Ich würde jetzt sogar noch zurückgehen dafür. Sag mal... Er kann höher springen. Ach so, er kann höher springen. Das ist wieder Jar Jar Binks damals in, oh, in Star Wars. Da ist eine Tausendermünze. So, Rätsel Nummer 1, Freunde. Wir müssen jetzt unseren Kumpel da hochbringen. Ja, erstmal ist da eine Tausendermünze übrigens auch. Ja, du musst aber da dran, weil nur Elrond kann das da hinten zerhauen. Ja, das weiß ich. Nur Dingens, genau. Gegenstände auf Schachbrettbahnen können durch Schieben bewegt werden. Ihr wisst, du musst dich dahinter stellen. Ihr wisst übrigens gar nicht, wie oft ich heute schon Lego Star Wars statt Lego Herr der Ringe gesagt habe. Also im Vorfeld jetzt. Ist ja, schwer, das ist einfach irgendwie so im Sprachgebrauch, ist das einfach. Genau. Boah, da springt man wie eine Oma. Ja, finde ich auch. Nein, ja, der Tausender! Warte, wir machen einfach so und so. Boah. Ist das clever? Ja, das ist aber wirklich sehr clever. Und da haben wir auch einen Schatz. Man kann jetzt Schätze finden. Haben die Geld gebracht oder hast du gesehen, was sie gebracht haben? Nee, habe ich nicht. Einfach nur 1 von 10 Schätzen. Vielleicht sowas ähnliches wie die goldenen Steine später. Mhm. Nee, wer weiß, wie das hier umgeht. Ach, das ist aber auch schwammig hier. Ich will den Tausender, aber den kriege ich nicht mehr. Du musst dann so geschickt springen. Hast du auf das Lego-Klötzchen draufgehauen da am Rand? Ich wette, das kannst du zerstören und dann baust du so ein Feld unten auf. Das da? Mhm. So zappelte Teile kannst du immer zum Bauen benutzen. Und da ist auch noch was. Ja, aber ich habe mich leider geirrt. Es tut mir leid. Ja, das ist wirklich unentschuldbar. Wie kannst du nur? So. Das wird noch öfter vorkommen. So, hier purzelt wieder die Lava von oben runter. Das war es doch zu gefallen. Urlaub am Schicksalsberg. So. Das da können wir auch noch zerhauen, da ist noch ein Herz. Sieht aus wie ein Elektronikreaktor, ja, das Alter. Das können wir nicht zerhauen. Oh! Da ist jemand gestorben. Das hat Elrond gekillt. Ihr Schweine! So,
So, jetzt mach doch mal hier Schicht im Schacht. Zack, Dankeschön. 2 von 5. Nein, das wollte ich doch noch gar nicht. Ja, du musst ja noch nicht reingehen. Aber du solltest trotzdem erstmal töten. Genau. Das Schöne an den Lego-Spielen ist übrigens, dass man alles kurz und klein hacken kann. Ja, das fand ich auch als Kind immer super. Ah, die verschwinden. Ich glaube, an der Klippe müsste auch noch was gewesen sein, oder? Ich frage mich, was man mit dem Gerät hier macht. Das ist wahrscheinlich was für nachher. Ja, das kann sein. Schau mal, die kurzen wieder. Da ist noch was. Nee, die verschwinden. Aber da ist noch was. Boah, es ist einfach schlimmer als Diablo 3, was den Sammeltrieb angeht. Und da ist auch noch da was. Da ist noch was, da ist noch was. Wo ist noch was? Da waren noch ein paar Lego-Klötzchen auf dem Boden, oder? Da. Ach da. Da, da sind ja echt noch welche. Na schön. Rein jetzt aber. So, da haben wir noch ein paar Tausender sogar erhalten. Oh. Na, ich lauf weg, Mama. Mama, die Orks kommen. Ach, und die Seiten kannst du auch alle zerstören. Das ist herrlich. Und es sieht auch noch cool aus. So, hier Herz, aber brauche ich eigentlich gar nicht. Da? Genau, all sowas. So, und das auch nochmal. Und da nochmal. Und da nochmal. Was mich als Kind am Lego-Spielen übrigens am allermeisten gestört hat, war, dass viele der Teile, die die ihm verbaut haben für ihre Level-Architektur, gab es gar nicht in echt. Was mich am meisten stört, ist sowas. So einfach wird das nicht. Erfolg freigeschaltet. Dass diese verdammte Kamera manchmal so dämlich ist oder sich so dämlich dreht, dass man das nicht mitkriegt und dann irgendwo runterläuft oder runterspringt. Der ist leider kein wahrer Herr der Ringemeister. Wirf ihn ins Feuer! Vernichte ihn! Nein. Isildur! Doch die Herzen der Menschen sind leicht zu verführen. Und der Ring der Macht besitzt einen eigenen Willen. Er verriet Isildur und brachte ihm den Tod. Und was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen, ging verloren. Und 2500 Jahre lang wusste niemand mehr um den Ring. Bis... Der Ring geriet dem Geschöpf Gollum in die Hände, der ihn tief hinein in das Nebelgebirge trug. 500 Jahre lang vergiftete er dessen Verstand. Doch dann geschah etwas, was der Ring nicht beabsichtigt hatte. Er wurde von dem unwahrscheinlichsten Geschöpf gefunden, das man sich vorstellen kann. Was ist das? Von einem Hobbit, Bilbo Beutlin aus dem Auenland. Ein Ring. Erfolg freigeschaltet, die Stärke des Menschen versagt. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Und neue Charaktere in dieser epischen Charaktertafel. Wie es früher auch schon war. Ach, es ist wirklich viel Fanservice dabei, muss man sagen. Neue Charaktere zum Kauf verfügbar. Ich mache jetzt übrigens mal Folgendes, ich stehe mal ganz kurz auf. Bin gleich wieder da. Stimmt, 99%, 88%. Aber Geld haben wir trotzdem. Ja, fand ich ziemlich geil. Auch die Gollum-Stimme war, glaube ich, original, oder? Das klang sehr original. So genau weiß ich nicht. Ich habe jetzt mal ganz kurz hier die Tür aufgemacht. Es ist ja Sommer und dazwischen auch des Abends noch die Vögel. Stimmt, das habt ihr jetzt die ganze Zeit gehört. Ja, habe ich jetzt einfach mal ganz schnell schnibbeliwipp die Tür zugemacht. Geschichte fortsetzen? Ja, klar. Aber was haben wir denn da für Gegenstände? Guck mal, da kann man so Beutetruhen finden, Briefe, Schätze und... Wie kann ich hier denn navigieren? Ich kann hier gar nicht navigieren, glaube ich. Da steht nur, was wir in dem Level so alles gefunden haben. Du musst eigentlich mit auswählen J, guck mal, lies doch mal. Du und das Lesen, ey. Auswählen J, Geschichte fortsetzen. Ja. Ja, ich dachte, ich könnte runter navigieren. Ach so, nein, das geht nicht. Dann hast du also vor, deinen Plan durchzuführen? Ja, alles ist bereit. Sämtliche Vorkehrungen sind getroffen. Ich bin alt, Gandalf. Ich brauche Ferien.
Du wirst ein Auge auf Frodo haben, ja? Zwei Augen, so oft ich sie entbehren kann. Ich hinterlasse ihm natürlich alles. Was ist mit deinem Ring? Bleibt er auch hier? Du hast recht, Gandalf. Der Ring muss an Frodo gehen. Bilbo? Hm? Du hast ja den Ring immer noch in der Tasche. Ja. Leb wohl, Gandalf. Leb wohl, lieber Bilbo. Die Straße gleitet fort, weg von der Tür. Bis zu unserem nächsten Treffen. Bilbo! Gandalf? Er ist weg, nicht wahr? Er hat sich zu den Elben aufgemacht. Ein Ring, sie zu knechten. Sie alle zu finden. Ins Dunkel zu treiben. Und ewig zu binden. Dies ist der eine Ring, geschmiedet vom dunklen Herrscher Sauron. Sauron braucht nur diesen Ring, um alles in eine zweite Finsternis zu hüllen. Frodo, er darf ihn niemals finden. Duck dich! Bei meinem Barte, Samwise Gamgee, hast du etwa gehorcht? Ich gehorche immer aufs Wort, ehrlich. Oh! Wo soll ich hin? Geh nach Bree. Ich werde dort auf dich warten. Im Gasthaus zum tänzelnden Pony. Ich muss zum Obersten meines Ordens. Er weiß Rat. Halt ihn geheim. Bewahr ihn gut. Jetzt nochmal. Ach ja. Und das Auenland. Genau, und es geht auf die Reise durchs Auenland. Wahrscheinlich ist das hier so eine Art Menü jetzt. Und was mich eben noch erwähnen wollte, es ist ja das allererste Lego-Spiel mit Sprachausgabe, also auch in den Cutscenes und so weiter. Wie findest du es? Ja, ein Traum. Ich finde es auch wirklich, also es ist vielleicht nicht perfekt, da es nicht die Originalstimmen sind, aber es passt auf jeden Fall. Ach, guck mal, man kann echt alles wieder... Ah, friss das, ihr Blumen, ich hasse Natur. Ach, ist das schön, man kann alles zerstören. Kannst du die Pflanzen eigentlich nur öfter hauen, diese Büsche? Irgendwann sind die weg, ich habe eben auch schon einen Busch gehauen. Ich glaube, die war. Man kann sogar nicht ertrinken, wie geil. Ach, ich liebe... Ja, wäre das Lava Lego gewesen, ne? Ich liebe Lego, ja. Leute. Kartenstaturen sind hilfreich, wenn du Geheimnisse aufspielen möchtest. Drücke K, um sie zu verwenden. Das machen wir mal. K. Ah. Kartenstatue entdeckt. Oh. Ach, ist das geil. Hobbingen. Es scheint nochmal viel epischer zu sein als die Spiele früher. Da sind zum Beispiel so grüne Fragezeichen. Was mich mal interessieren würde, wo ist denn die örtliche Schenke, wo wir mal vielleicht gucken können, welche Charaktere wir zum Kauf freigeschaltet haben oder so. Ach guck mal, man kann so von Statue zu Statue kann man dann schnell reisen sozusagen. Wir haben aber noch nur eine Statue. Ja, ja. Ja, wir könnten jetzt die ganze Stunde damit zubringen hier. Ja, könnten wir wirklich. Also die Pflanzen zu hauen. Wechsel mit U zu Sam, der hier ein Lego-Feuer entzünden kann. Lego-Feuer. Wahrscheinlich mit einer Fackel oder so. Ja, Zunderbüchse. Ja, dann it used mal to be a fun house, but now it's burned down. Keine Ahnung, vielleicht zu... Ah, du musst so dieses Ding da drauf. Ach so. Drücke K. Ah ja. Oh, ist das schön. Man kann echt nur feiern. Kann man durch die Tür da hinten durch? Ich würde es mich...
hier so ein bisschen nochmal umgucken. Ne, da wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht nachher irgendwann mal. Ah, guck mal, super. Das ist so eine Art Inventar hier. Ach, ich denke mal, für die Story-Mission kriegt man so vorgeschriebene Inventare, aber so nachher fürs freie Spiel haben sie sich echt was einfallen lassen. Guck mal, wie toll das hier auch alles aussieht. Ja, finde ich auch. Richtig geil. Ist das dieses Jahr? Das ist dieses Jahr rausgekommen. Ne, letztes Jahr. Es ist letztes Jahr, Ende letztes Jahr, viertes Quartal oder so. Ach, schade, ansonsten habe ich gerade ein neues Spiel des Jahres. Ja, abwarten. Oh, ja. Guck mal, da sind drei blaue, da will ich dran. Ja, kannst du ja, du trinkst ja nicht. Wie geil es mal ist, man kann mal ins Wasser, ohne dass man Angst haben muss. So, und hepp. Ui. Oh. Ach so, dann springen wir. Man kann so mehr oder weniger ins Wasser. So, jetzt muss ich wieder zurück. Du kannst aber da was machen an dem Steg, da stand irgendwas. Ja, ich wollte auch an den Steg. Da seht ihr hinten das Fest für Herrn Bilbo und so weiter, was ja momentan gemacht wird. Jetzt bist du also. Ich hab doch. Du verlierst ja sowieso keine Münzen. Ja, okay. Aber ich hab. Ich hab J gedrückt. Was ist denn da los? Warum? Ja, da übrigens, wer die Herr der Ringe-Geschichte so ein bisschen kennt, da ist dieses Fest für den Herrn Bilbo, der aber schon abgehauen ist. Merry kann mit seiner eigenen Lego-Angelstegen angeln. Ach, Merry gibt's also auch, aber den haben wir dann noch nicht. Ja, den haben wir nicht. Deswegen das Achselzucken. Ja, oh, so ein paar durchsichtige Teilchen. Boah, es ist so schön hier. Das ist echt schön hier. Och, ist das toll. Das Problem ist, es ist für eine Stunde mit viel zu geil. Ja. Hier, also wir sollten jetzt eigentlich was von der Story zeigen. Ja, was machen wir denn? Wo machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wo führt uns das denn eigentlich da gerade hin? Ich weiß nicht, ich laufe hier gerade mal so den Weg lang. Ist das vielleicht zum nächsten Auftrag so ein bisschen? Oder zu Geheimnispunkten? So wie ich das sehe, laufen wir gleich im Kreis. Kann auch sein. Ah, guck mal, wir können uns hier auch umschauen. Er ist ja auch eigentlich für die Konsole ausgelegt. Ja, das stimmt. Früher finde ich scheiße, dass diese Münzen alle nur Rauch sind. Bauer Margots Feld. Ja, da geht's doch weiter. Da trifft man noch Merry und Pippin nachher. Ja, da scheint so eine. Siehst du den Pfeil da? Da scheint eine Mission zu sein, ne? Dann nehmen wir uns der doch mal direkt an. Ich weiß nicht, ob das chronologisch alles ist oder. Kann sein. Ach, wie schön. Boah, Leute, ich liebe euch. Frodo! Merry, es ist Frodo Beutli. Hallo, Frodo. Verschwindet! Was habt ihr hier zu tun? Nee, das Schwein. Irgendwas gebrochen. Hä? Von der Straße runter. Schnell! Uiuiui, Leute. War eine ganz andere Atmosphäre, als wir gerade noch hatten. Da hätte uns doch beinahe der Nazgul erwischt. Ich muss sagen, wenn man dann natürlich die Herr der Ringe-Story nicht kennt, dann ist das Ganze hier natürlich noch ein Ticken interessanter, aber es ist auch so schon gut genug. Ach man, ich wollte schon wieder. Ach, er kann gar nicht springen, er kann nur eine Rolle machen. Na gut. Das kann er. Dann haben wir da oben. Ach, das ist also auf jeden Fall, du bist auffällig unauffällig. Ja. Oh. K, drück K! Ja, mach ich! Ich mach doch! Weich den Blicken des schwarzen Reiters aus. Ja, ich gebe mein Bestes. Ja, gut, mein Bestes ist nicht genug, offenbar. Musst du irgendwie ablenken wahrscheinlich mit diesem Ding. Kannst du vielleicht irgendwas abwerfen? Guck mal da.
Ah, ne, geht. Doch, nimm mal das mit K. Jetzt kannst du wahrscheinlich die Raben abschmeißen. Halte Hagel, um zu ziehen und lass dann los, um zu werfen, genau. Also auf die Raben, meinst du? Ja, ja. Dann fliegen die weg. Zack. Siehst du? So, das Pferd ist aufgeregt und galoppiert davon. Wegen Raben. Jedenfalls ein Stück. Du musst mal hier sehr sorgfältig einsammeln, ansonsten verpeilst du das alles. Dann kriegen wir die Jedi-Story. Das ist so die Jedi-Story. Die Herr-der-Ringe-Story nicht. Vorsicht, da sind wieder Blicke, da musst du sich wieder was einfallen lassen. Sam kann mit seiner Schaufel in Lego-Erde graben. Ja, ich will hier gerade erstmal in der Münzwelt graben. So, wo ist denn der Sam? Erstmal ein bisschen einsammeln hier. Oder auch nicht. Drücke und halte K, um zu graben. Da ist Lego-Erde. Wo? Oh, da. Das tatsächlich. Da. Vielleicht findet er ja einen Stein. Ja, da ist, wieder so ein Moped, genau. Was wir eben schon hatten. Ja, dann kannst du dann... Und da können wir dann das da abwerfen. Ja. Feuer! Und ab geht's. Schau mal, da ist ein Schatz. Wäre doch gelacht, wenn wir uns den nicht holen könnten. Ja, den müssen wir auch erstmal drankommen. Wenn der Nazgul da nicht steht. Obwohl, oh. Okay, der dreht jetzt wahrscheinlich vor und zurück. Wo in dir? Ich komme da nicht dran. Du get nix. Doch, da. Ah, boah. Alles im Lot hier. Kriegst du richtig Herzklopfen? Alles im Griff. So, da können wir nicht lang. Hä, wir gucken da jetzt. Ach, das ist der Mondschein. Ich hatte immer diese weiße Dunst, wenn der Blick des Nazguls. Na. Ja, das wird schwer, sich da zu verstecken. Na, komm schon. Na, komm schon. Ach, das ist... Ah, ja, das wegen ist dem Ring. Dieses Widerstehen vom Ring, das habe ich gar nicht gepeilt gerade. Kannst du irgendwie den Baum kaputt machen? Ja, da waren blaue Münzen drin. Ah, guck mal. Wir verstecken uns im Baum. Oder wir bauen einfach ein Baumhaus. Ach, da oben ist sogar ein Baumhaus. Nee, das ist... Ja, also ja. Na, dämlicher Nazgul. Zieh den Ring an, zieh den Ring an, zieh den Ring an. Steck ihn weg, steck ihn weg, steck ihn weg. Zieh an, zieh ihn an. So, hauen wir doch nochmal auf den Busch ein. Der ist aber schon ganz schön schwach. Ich glaube, nochmal schafft er das gar nicht. Meinst du, das ist auch... Ich glaube, das schwächt ihn so nach und nach. Ja, das ist möglich. Dämlicher Nazgul. Ist so. Ne. So, wir können hier in den Baum reinklettern. Genau, jetzt kannst du da oben wahrscheinlich... Ach, geil. Aber ja, ich würde aber trotzdem nochmal nach unten. Genau, den Baum verhauen. Ja, vielmehr den Busch da vorne. Ja, also ist er, ja, den meine ich doch. Von der Sam mit dieser scheiß Schaufel in der Hand. So, und hier kannst du ja auch noch was. Oh. Alter, das ist aber schon mega eng mit dem Ring. Na komm, steck ihn weg. Na komm, Frodo. Sag nein zu Drogen. Sag nein zu Drogen. Ich glaube, da traue ich mich jetzt gerade noch nicht rein. Wir müssen den erstmal, den Nazgul da weglocken. Erstmal. Ja, aber ich glaube, das machst du in denen. Guck mal, der kann nämlich da oben, guckt er, glaube ich, nicht hin. Ja, das meine ich ja. Ich meine ja, unten so, können wir nicht so, weiter. So. Wieder mal missverstanden. Über die 3 Meter Entfernung. Ja, 3 Meter sind es nicht ganz. So, schau mal. Wegreiten, bitte. Jawoll. Ein Traum. Können wir hier noch irgendwie... Kannst du wahrscheinlich noch ein Stück weiter schleichen da hinten und dann findest du noch irgendwas Geheimnisvolles. Könnte ich mir vorstellen. Spring mal. Ja, habe ich gerade versucht. Geht nicht. Na gut, dann... Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir nach unten. So. Wieder durch den Baum klettern. Auch stark, dass man durch den Baum klettert. Und drücke F2 oder eine beliebige Controller-Taste steht da oben. Wir sollten gleich nochmal versuchen, also jetzt mal nach der Aufnahme. Ja. Sam kann mit seiner Schaufel an bestimmten Stellen Pflanzen anbauen. Wenn es dann übrigens funktioniert, ne? Dann beiß ich mir den Arsch. Ja, ich mich auch. Ich mir auch. Ich ein großes auch. Stück. Ein Riesenstück. Nee, warte, das ist die Angel. Das ist Frodo, nee, Mary, Frodo. Nee, ja, ich will jetzt da hinten hin. Sam. Ja. Die laufen so lustig gebückt. Hobbits, die gebückt laufen. So, und jetzt kannst du doch hier... Dann K wahrscheinlich. Nee, ist aber warte, da hinten, da dieser Fleck, den meinen die. Dann verhauen wir erstmal ein paar Büsche. Dann bleibt uns keine Wahl. Du hast mit meiner Freundin rumgemacht. So, da beißen wir uns gerade die Zähne aus dran.
Und da kann selbst die Obi-Schippe nicht mehr helfen. Hier können wir jetzt ein paar Pflanzen hinpflanzen. Ach, das gibt es Kohle. Und die Pflanzen. Oha! Wie cool ist das denn bitte? Kannst du die, am Ende kannst du die Pflanzen noch, ja. Ja, das sollten wir aber vielleicht nicht machen. Obwohl. Kommt der Nazgul jetzt noch? Ja, ich denke schon. Na, dann sollten wir die Pflanzen vielleicht erstmal noch. Vielleicht die kleine hier. Ne, die kannst du gar nicht kaputt machen. Die kriegen einfach nur einmal Geld. Meinst du? Die verlieren immer Blätter. Ja? Ja, soll ich mal probieren? Nicht auf. Ja, mach mal. Ne, ich finde keine Blätter. Dann sah es gerade nur so aus. Na gut. Dann, Das sind einfach nur Banken. Draufdroschen. Das war's aber auch schon. Nee, dieses Spiel motiviert einfach zur Gärtnerei. Ja, jetzt kommen keine Münzen mehr. Ich frage mich, was man mit dem Teil da unten macht. Alles so Geheimnisse. Rätsel in der Dunkelheit. Die Zeit drängt. Und Gandalf der Graue reitet nach Isengard und ersucht mich um Rat. Jaruman. Dann ist der Ring der Macht also gefunden worden. Er war im Auenland, direkt vor meiner Nase. Sauron scharrt alles Böse um sich. Du weißt das? Woher? Ich habe es gesehen. Ein Palantir ist ein gefährliches Werkzeug, Saruman. Die Zeit verrinnt schneller, als du denkst. Saurons Streitmacht ist bereits unterwegs. Sie werden den Ring finden und den töten, der ihn trägt. Frodo. Wir müssen uns auf Saurons Seite stellen. Seit wann gibt Saruman der Weise Wahnsinn Vorzug vor Vernunft? Oha! Aus der Ego-Sicht. Ein bisschen wie bei Harry Potter, dieses Kugelding. Scheiße. Guck mal, du kannst jetzt oben per F2 kannst du Frodo steuern. Nur mal so am Rande jetzt angemerkt. Na komm, was muss ich denn sonst noch machen? Muss ich sonst noch irgendwie was? Keine Ahnung, vielleicht den Takt drücken. Ach guck mal, das ist geschafft. Na komm. Drücke H, um anzugreifen. Los geht's, hau ihn. Nee, geht nicht. Du musst Pferdkampfangriffe machen. Ach so. Ah. Zibidi, zap. Aua. Finde ich ungerecht. Das ist ja kaputt. Jetzt kannst du ihn mit K. K! Jawohl, hau ihn. Wirf ihn irgendwo gegen. Ich weiß nicht. Was nehmen wir? Das da. Hulala, du mich auch, Hulala. Jetzt geht's wieder los mit H drücken. Na komm. Na, das ging doch einfach. Das ging gut jetzt. Jetzt macht er wieder dreimal diesen Sprungangriff, da muss er aufpassen. Ja. Nee, der schleudert erstmal seine Feuerwelle. Na, dann ist ja alles. Dann ist alles in Butter. Wie er läuft, guck dir das mal an. Oh, wir haben nur noch einen. Hat ich einen Feuerball getroffen, kann das sein? Ja. Vorhin. Aha! Alter, das ist krass. So, jetzt kann er nicht mehr. So, was nehmen wir? Die Tür da. Die Tür? Ja, okay. Nicht, Peng! Die andere hatte ich mir gedacht, aber die ist auch gut. Ja, jetzt hast du es aber raus, wie man den seine Zauber selber reinwirkt. Ja, jetzt habe ich es raus, wie man die H-Taste drückt. Ein Pro-Gamer. Ja. Auf jeden Fall. Ah, jetzt kommen wieder die dämlichen Feuerbälle. Alles kein Problem. Da hat mich eben einer umgebracht. Beinahe. Ja gut. So wie der. So wie der, genau. Ich will meinen Tausender. Der liegt irgendwo in der Ecke. Ich weiß. Ich will dahin. Ich krieg ihn aber nicht. Nein, der Tausender ist weg. Der gute Tausender. Dann wieder keine Variante. Alte Tausendsasser. Hier.
wahre Herr-der-Ringe-Story. So, Freund und Kupferstecher. Da hinten die bunte Tür, die gibt bestimmt einen Tausender. Wo? Oh. Da. Das da? Ja, die ist auch gut. Das ist ein Fenster. Das ist ein Fenster. Durchs Fenster! Oh. Das haben wir aber gar nicht gewollt. Ich habe dir die Möglichkeit geboten, mir freiwillig zu helfen. Doch du entscheidest dich nun für den Schmerz! Benutze eine Speicherstatue, wenn du eine Pause machen willst, drücke K, um sie zu aktivieren. Da hinten ist sie. Ist immer so ein Ritter Gondors, glaube ich. Nee, warte, das wollte ich gar nicht. Wo ist denn? Ach, da ist die Speicherstatue. Speichern und fortfahren. Gut, nehmen wir wieder den Frodo und verhauen hier wieder. Können wir darauf eigentlich dann kaputt hauen? Glaube ich nicht, ne? Möchte die auf der Speicherstatue? Mhm. Da war doch gerade so ein K, oder nicht? Ja, hab ich auch gesehen. Doch, tatsächlich. Nimm mal einfach K. Nee. Ach, guck mal, hier haben wir wieder unseren, Nein. Nein, ich wollte doch... Sehr weg. Hm. Unser ist jetzt weg. Ach, guck mal, wir müssen das Teil zusammenbauen. Das kannst du nur mit ihm machen. Mit Kollege Schmalfuß da hinten. Und wahrscheinlich ist das Pippi, damit er auch mal zu was Nutze ist. So. Das ist Mary wieder. Der setzt sein Teil jetzt auch noch da drauf. Jetzt kannst du wieder alles kaputt hauen. Ja, erstmal alles kaputt dann. Das hat schon mal oberste Priorität. Und das kannst du auch wieder da anbauen. Ja, nee. Musst du alles mit Mary machen eigentlich. Nö, das kannst du eigentlich machen, mit wem du willst. Ja? Ich dachte, das kannst du mit Mary machen. Frodo hat das gerade auch gemacht. Frodo. Frodo. So, können wir jetzt hier. Den Busch da hinten noch, dann kannst du weitermachen. Stimmt, da ist noch ein Busch. Den habe ich gar nicht gesehen. Den schleichen wir uns ran. Oh, hab ich's nicht gesehen und dann haben wir direkt mal ausgenutzt. So, hier, warte, da ist doch. Nee, da ist nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist, diese Aufladung. Aber wir können es auch so schon verschieben. Ist natürlich auch sehr logisch, dass der Stein um die Kurve rollt. Mhm. Naja, macht nichts. Und eine Rübe. Ja, hier gibt es gleich auch was auf die Rübe. Oder ein Ohrdistillierer. Halte H gedrückt, um zu zielen und lass dann los, um zu werfen. Eine Steinschleuder, oder? Nee, doch nicht. Zack. Auf die Eule. Arme Ölchen. Oh, oh, oh. Nee! Hm. Ah, da kommt gleich wieder eine hin, glaube ich. Wenn nicht, war das jetzt. Ah ja, da ist er auch schon. Wäre ja auch blöd, wenn nicht. So. Hier war doch gerade so ein Haar, oder nicht? Ja, habe ich auch gesehen. Ich würde auf die Eule ziehen an deiner Stelle. Ah, okay, dann nehmen wir die Eule. Zack! Ach, jetzt reitet er da wieder zurück. Drücke K, etwas zu pflanzen. Dafür haben wir immer Zeit. Hobbygärtner. Na, das spielt ja nicht ganz so geil wie die letzten. Ja, das kommt noch. Oh, ein Pfeilchen. Ach, und, ach, da kann man jetzt wieder drüber gehen. Ja, cool. Rüber. Aber erstmal können wir hier noch die Blumen verdorfen. Genau. Man kriegt ja für alles Geld. Lego Herr der Ringe ist pädagogisch wertvoll. So, ich will Frodo. Danke. Mit billigen Nebencharakteren geben wir uns gar nicht erst zufrieden. Nee, nicht wir. Guck mal, da ist wieder so ein Feld, was man wahrscheinlich kaputt... Oh, schau mal, der Reiter ist gerade zurückgekommen. ...kaputti hauen kann, aber ich weiß nicht wie. Da kannst du wieder Blumen pflanzen. Nee, da können wir angeln. Ach geil, dann lass mal angeln. Ja, machen wir gleich, nachdem wir hier die ganzen Münzen eingesammelt haben. Da, siehst du, was ich meine? Dieses Feld da. Was meinst du, was das ist? Ich weiß es nicht. Ob wir das auch kaputt machen können? Nee, ne? Das ist wahrscheinlich alles, was fürs spätere freie Spiel. Hauen wir dagegen. Naja, oh. Passiert nichts. Oder war auch noch. Die Steinplatte zeigt erschreckend wenig. So, wer war das? Mary, ne? Ja, Mary kann angeln. Und du kannst da noch die Pflanze zauen. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht machen. Ja, und... So. Jetzt hat Mary selbst das Problem, wie er da rauskommt. Na, ja, also. Das ist gar kein Ding. So, dann gehen wir mal eine Runde. So. Nichts dran, musst du schon, wenn die Route ganz eng ist oder so. Ach,
Jetzt war das H, ich habe jetzt J gedrückt. Nee, das war, oder? War das gut so? Ich weiß es gar nicht. J. Nee. J. Ich verstehe das Angeln nicht. Ich auch nicht. Ach ja, jetzt habe ich es verstanden. Ach, dafür kriegen wir Geld. Digga, fusch. Hat er jetzt gegessen? Nee, den können wir jetzt werfen. Auf den Nazgul, wirf mal auf den Nazgul. Nee. Nee, ich werfe jetzt da hinten hin. Ist ein fliegender Fisch. So, jetzt. Und los. Peng! Aber wir brennen die Brücke ab. Da sieht das stark aus. Oh scheiße, der fällt drauf rein. Du kannst übrigens im Wasser auch noch ein paar Hunderter abgrapsen. Ich kann durchs Wasser? Mhm. Da hinten. Wo? Hier? Am Steg. Am Steg kannst du noch runter. Und die Pflanze da, aber das ist erstmal unwichtig. Da, da ist noch einer. Und oh, guck mal. Tausender, noch ein Hunderter, noch einer. Und da ist ein Spinnennetz. Du alter Tausendsasser. Ja, wir müssen eh hier lang, ne? Durchs Wasser stapfen. Ja, stimmt. Ich glaube, wir könnten jetzt sogar auf die Brücke da hoch, wenn wir wollten. Oh, kurz Moment. Sam kann mit seiner Schaufel in Lego-Erde graben, das wissen wir ja schon. Da ist der Sam. Schauen wir, was wir da so finden. Ein bisschen Geld und... ein Stein. Das Moped hier. Das können wir jetzt wieder da oben gegenwerfen. Aufs Fliegennest. Zack. Was hast du jetzt davon? Schöne Grüße von der stummen Hummel aus Drakensang. Ach, guck mal, jetzt kommen die durch den Baum geflogen und machen uns das Netz kaputt. Seltsam, dass die nicht hängen geblieben sind eigentlich, ne? Mhm. Das waren, wie gesagt, das waren Megabienen. Ah, also. Warte mal. Ja. Mary hat doch den Fisch, oder? Nee. Nee, müssen wir vielleicht noch einen angeln, weil da ist so ein Fischskelett. Ja, mach mal, mach mal. Dann müssen wir zum Steg zurück. Ich frag mich, ob man da auch hoch kann, weil die Brücke ist eigentlich so abgeknickt, dass man da hoch können müsste. Ja, ich will da nicht hoch, da ist der Nazgul. Ja, das ist natürlich ein Argument. So, Angelroute auspacken und jetzt... wie war das noch? Nee. Mit Haar, oder? Nee. Ja, elegant. Ach, Mann. So, jetzt haben wir hier den Mary. Und jetzt, ich glaube, wir können nicht einfach so angeln. Nee. Ach, schade. Ach, schade. Gut, dann will ich wieder den Frodo haben. Du kannst den Busch noch verhauen. Welcher Busch? Hinten links in der Ecke ist ein Busch. Ich sage es dir. Dort, der da. Na gut. Na gut. Das sehe ich ein. Boah, der teilt aber echt wie Klitschko aus, ne? Die Animation mal gesehen. So, hier hochgerollt. Und da kann man jetzt den Baumstumpf durchschleichen. Ganz unauffällig machen wir das Teil hier kaputt. Kannst du da was bauen? Nee, da kannst du irgendwas mitmachen, aber, oder? Ja, vielleicht der, Sam. Sam. Nee, auch nicht. Vielleicht kann Frodo das, vielleicht kann man das nochmal hauen. Wer weiß das schon. Ups. Das ist, ja, jetzt hat er den Sam gerade verhauen. Ich will hier, nee, ich will hier nicht raus, weißt du? Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, er kann es auch nicht nochmal hauen. Wir schleichen uns weiter. Ah, jetzt kommen wir da gleich lang. Weil jetzt geht er nämlich weg. Tatsächlich, also drauf. Passiert nichts. Geht nichts. Immer diese Zufälle. So, fast vielleicht, mit dem Sam, vielleicht können wir da mit dem Sam buddeln. Mensch, Mary, mach Platz jetzt. Ich glaube, Sam hatte gerade einen Angelhaken im Nacken. Ja, das ist gut möglich. Ach, ein Schatz. Ach, guck mal an. Pro Level gibt es 10 Schätze, die ersetzen also quasi diese. Diese Reaktoren aus, ja, genau. Lego Star Wars. Genau. Die hießen gar nicht Reaktoren, aber wir haben die immer Reaktoren genannt. Ich weiß aber sogar, was du meinst. Ja. Es waren auch so Bauteile oder sowas. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich guck's nochmal nach. So, Feuer! Haben wir den Wegweiser verändert, weil wir so Gangster sind. Hä? Wo kommen die denn jetzt her, die Münzen? Weiß ich nicht. Der schwarze Reiter hat irgendwas gesucht.
Ich muss das Auenland verlassen. Sam und ich müssen nach Bre. Bockenburger Fähre. Folgt mir. Checkpoint! Eieiei, lauft um euer Leben. Ob wir hier zwischendurch noch was verprügeln können? Hoffentlich. Oh, nee, ich kann auch gar nicht schlagen. Sieht nicht so gut aus. Sammel nur alles Geld ein. Aber guck mal, ich kann dagegen laufen. Dann machen wir das. In jedem Laternenfall laufen wir jetzt wie ein Vollidiot. Wahrer Abenteurer, wir haben es doch noch geschafft. Ah, ein Traum. Da muss ich jetzt gar nicht mehr gegen die Laternen laufen. Oh, scheiße, ich habe einen Schatz übersehen. Da war ein Schatz, ja. Mist. Das heißt, ich habe ihn übersehen, ich habe nicht rechtzeitig reagieren können. Sam ist schon einmal gestorben, hat man gerade schon gesehen. Vielleicht kommt noch ein Schatz, den würde ich dann ganz gerne haben. Nee, echt? Na gut. Mach die Taue los! Komm schon! Schneller! Wie kommt man auf die andere Seite? Über die Brandywine-Brücke. 20 Meilen. Es ist ein Spiel gegen die Zeit. Der schwarze Reiter Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Und Errungenschaft freigeschaltet, es ist eine gefährliche Suche. Sache. Sache? Ja, ich glaube, da steht Sache. Schreibt sie in die Kommentare. So, Frodo, Merry, Pippin, Sam, alle wieder dabei hier im... So, wir haben jetzt noch... unser Charakter. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wollen wir dann direkt mal gleich nochmal uns im Städtchen ein bisschen umgucken? Ich will wissen, welche Charaktere wir schon frei haben. Und wahre Abenteurer und nochmal Kohle und es ist alles toll, oder? Ja, ich würde ganz gerne mal zeigen, wofür man die Kohle so brauchen kann. Genau. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo wir da im Städtchen uns, an wen wir uns da wenden müssen. Das überziehen wir 5 Minuten, ich meine. Ja, es ist gerade... Wenn es da drauf ankommt. Schon ziemlich geil. Dieser Ring, der in der Ecke schwebt, das ist so gut. Ja, Geschichte fortsetzen, schleunigst. Müssen wir jetzt wieder im Auenland? Also entweder ist es das Auenland bei Nacht oder weiß ich nicht. Wir sind jetzt, glaube ich, woanders. Es ist immer ein anderes Menü. Finde ich auch gar nicht schlecht. Aber ich glaube, das allgemeine Menü wird schon das Auenland sein. Ja, wir sind jetzt nämlich in Bre natürlich. Ja, richtig. Und da geht es dann direkt zum nächsten Auftrag. Da führen uns dann diese Puffer hin. Richtig. In Lego Harry Potter waren da, und da hinten haben wir es auch schon gesehen, in Lego Harry Potter waren das damals die... Jetzt können wir reisen. Genau, die Kartenstatue. Jetzt sind wir nämlich in Bre. Da haben wir wieder unsere Geheimnisse und alles. Jetzt können wir hier herauszoomen. Und hiermit können wir jetzt navigieren und... Nämlich nach Arnor. Da. Da ist das Auenland. Hobbingen. Da will ich hin. Und jetzt bestätigen wir Eingabe. Nee, ja, hierher reisen. Ja. Bitte. Nach Bre kommen wir wieder. Aber jetzt will ich erstmal nach Hobbingen. Ach, es ist so schön. Es ist echt so geil. So, wo kann ich jetzt hier was kaufen? Weil irgendwo müssen wir das Geld ja anlegen. Wir müssen mal ein bisschen in der Taverne schenken. Vielleicht gibt es hier eine örtliche Volksbank oder so. Was ist denn? Da ist ja noch so ein Auftrag. Hast du das gesehen? Das sind ja noch mehr Teile. Ich würde auch gerne mal wissen, was das ist. Welcher Auftrag? Ja, wir hatten gerade schon wieder so ein paar Luftmünzen. Da, der kommt gerade doch schon wieder. Ach so, die. Ja, wir werden mal gucken. Hier wird sicherlich noch mehr Aufträge geben. Ja, das kann sein. Aber welche denn? Ich kenne gar keine Nebenstory-Teile mehr. Das glitzert auch so. Können wir da irgendwas machen? Nee, noch nicht. Schätze ich mal. So, hier geht's zu diesem Fest hier unten. Essen! Wie schön, hier sind sie alle am Tanzen. Vielleicht können wir mit Hilfe der Karte mal nach diesen Geheimnissen suchen. Da müssten wir eigentlich finden, was wir wollen. Und da gibt's Bier. Guck mal, da gibt's Bier. Da gibt's Bier? Ja, das Fass. Ja, dann muss da ich war wieder. Die Tür offen. Dann muss ich gerade wieder zur Statue zurück. Ach, guck mal. Und das Geile ist ja, dass diese Level, die werden immer restauriert. Also da wird diese Schätze, die es hier gibt, die füllen sich mit jedem Levelende füllen die sich wieder auf. Ja. So, hier ist wieder die Statue. Nee, warte. Mit K. Ja. K wie Kartenstatue. K wie Karte. So.
Kann man da zoomen zwischen den Zielen? Was ist das denn zum Beispiel? Das müsste Tom Bombadil sein. Tom Bombadil, ja, tatsächlich. Der kommt aber in der tatsächlichen Geschichte gar nicht vor. Das heißt, das wird mal ganz interessant, wie das hier umgesetzt wurde. Rosie, Beutels and Hobbingen, bla bla bla. Das ist... Ich würde echt gern mal wissen gerade, wofür wird dieses... Ach, guck mal, hier sieht man, wo uns diese Geisterpunkte quasi hinführen. Also quasi so die Hauptstory. Ach, wir können wir jetzt quasi nochmal durch den... Wahrscheinlich können wir auch hier zu Fuß durchlaufen. Alles. Wahrscheinlich können wir auch alles zu Fuß. Boah, Leo, gehen. Ihr seid so geil. Ey, das meint ihr doch nicht ernst. Wie geil wäre das denn bitte? Ja, das dauert jetzt leider zu lange, das alles auszuprobieren. Wir müssen uns einmal so ein Geheimnis und diesen Brief angucken. Lass mal den Brief angucken. Das da? Ja. Kann ich da irgendwas Zielort festlegen? Ach, geil. Guck mal, jetzt gehen die Punkte nämlich dahin. Wahrscheinlich kannst du, wenn du den entfernst, kannst du dann automatisch wieder, ne? Wisst ihr? Mhm. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nämlich gar nicht, wie ich den Satz beenden will. Vogel fliegt noch vorbei. Ach, ist das schön. Sind wir schon zu weit? Tatsächlich. An dem Baum da vielleicht. Da! Da, du kannst es fischen. Stimmt, wir haben jetzt den Mary. Ja, aber das ist Pipi. Pippin ist gerade ins Wasser gefallen. Mit dir. Dich brauchen wir nicht. So. Ja, der ertrinkt jetzt, das macht nichts. Nee. Nur zu spät. Hä? So, wirf die Angel aus. Und. Nee. Hilfe aus. Nochmal. Jawohl, wahrscheinlich dreimal. Aha. Entwurf freigeschaltet. Mithril-Pinsel. Kann man jetzt auch noch bauen? Oh. Mensch! Hört ihr das, Freunde? Das ist die Ente. Ja, warte mal kurz. Timer beenden. Dankeschön. Ja, Freunde. Ihr hört den Frodo noch im Wasser klatschen. Lass mal vielleicht woanders hingehen, dann werden die automatisch weggesettet. Dann ist das nicht so laut. Komm, wir gehen aufs Fest. Die Zeit haben wir noch. Ist jetzt, nochmal ganz kurz, der Auftrag, der ist jetzt dann, dieses Ding, diese Spur führt jetzt wieder zum Auftrag, ne? Ich nehme an, wir können auch mal ganz kurz hier bei der Karte gucken. Kavi-Karte. Kavi-Karte. Ja. Der führt jetzt wieder zum aktuellen Auftrag. Aber auf einem anderen Weg, oder vielleicht im Nee, das war der gleiche. Hoffen wir es. Ach, ist das schön. Wir zocken noch was weiter gleich, ne? Ja, wir zocken auf jeden Fall noch was weiter. Wir müssen zwar noch Drakensang aufnehmen, aber die Nacht ist ja noch lang. Ich wollte sagen, die Nacht ist jung und die Nacht ist lang. Und dann Young kam, wie Frodo Beutlin. Dann kam Young raus. So, hier haben sie alle Spaß und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit unserem Video. Kleines Fazit müssen wir abgeben. Ja, oder? Klar müssen wir ein kleines Fazit abgeben. Ich überlege gerade, vielleicht machen wir ausnahmsweise noch, weil ich euch das wirklich nicht vorenthalten will mit dem ganzen Kaufen und alles, weil das hier relativ weitläufig ist, vielleicht unter Umständen noch ein 25 dazu. Das muss ich aber alles mal mit dem Toni besprechen. Genau. Das habe ich jetzt nur einfach mal so kurz. Die Grundregel ist ja eigentlich pro Spiel nur ein Video. Ja, richtig. Die Grundregel, die Regeln sind zum Brechen da. Das kann man so auch natürlich sagen. Vielleicht machen wir das, ich kann nichts versprechen. Ich sage es erstmal, für dieses Video war es das. Wir kommen jetzt noch kurz zu unseren Fazits, während hier Wunderkerzen abgezündet werden und wir können auch nur Wunderkerzen abzünden. Hast du eine? Nein, dann nicht. Schade, ich auch nicht. Aber metaphorisch gesehen. Ja, genau, die metaphorischen Wunderkerzen. Willst du anfangen? Was soll ich sagen? Ich kann nur sagen, es war sehr cool, fand ich. Es hat großen Spaß gemacht, wenn ich jetzt nur zugeguckt habe. Oh. Ich wollte die Blume schlagen, Verzeihung. Es bringt mich sogar jetzt schon wieder zum Lachen. Es sieht klasse aus, finde ich. Ist natürlich nicht das High-End-Spiel, aber sie haben sich richtig Mühe gegeben. Das sieht man jetzt schon. Es ist eine schöne Grafik, es ist sehr lieblich umgesetzt, viele Details drin, großartiger Fanservice. Und ja genau, du sagtest, das sieht nicht so klasse aus, nicht so das High-End-Spiel, aber für ein Lego-Spiel, das sieht echt klasse aus hier. Ja, das stimmt. Und es ist dann auch irgendwie so ein bisschen dieser Charme, also Lego darf das dann auch einfach, ja? Ja, klar. Und es ist auch einfach dieser Lego-Humor, der wirklich eigentlich in jeder Cutscene durchkommt. Und einfach... Mit dem Ring, der auf dem Kopf gefallen ist. Es ist einfach klasse. Es bringt nicht nur zum Schmunzeln, es
bringt einen doch dann echt zum Lachen. Und diese Kinder zum Beispiel, die jetzt hier die ganze Zeit so im Kreis tanzen, die sehen einfach klasse aus. Man kann das gar nicht so richtig beschreiben, das ist einfach Lego-Humor. Ja, das ist einfach. Ich kann es nur empfehlen, dass man es auch wirklich selber zu spielen. Also nicht nur jetzt dieses Spiel, sondern generell die eigentlich alle Lego-Spiele. Aber dieses Spiel nochmal sticht besonders heraus durch seine Weitläufigkeit, die ich bisher so noch gar nicht kennengelernt habe. Lego Star Wars war halt doch immer sehr klein. Und es ist mit einer Vollvertonung und hey, es ist einfach geil. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, das finde ich auch. Es ist einfach ein rundum, ja. Nach der ersten Stunde. Es war eine rundum gelungene Stunde, sagen wir es mal so. Rundum gelungen. Eine rundum gelungene Stunde. Es war einfach lustig und ernst zugleich irgendwie auch. Ja, es war einfach das, was man vom Lego-Spiel erwartet und gewissermaßen noch ein bisschen mehr. Ja. Weil du hast jetzt nicht zum Beispiel nicht erwartet, dass das Ganze so weitläufig ist. Auf keinen Fall. Und für mich, ich finde, das sieht sogar noch natürlich noch ein bisschen besser aus als die anderen Lego-Spiele. Es liegt einfach an der Zeit. Aber an der hohen Auflösung. Ja, das ist insofern lustig, weil wir eine ganze Weile brauchten, bis wir hier irgendwie die Auflösung halbwegs hinbekommen haben. Wir spielen das Ganze nämlich quasi auf dem PC, allerdings auf dem Fernseher. Also wir hocken gerade vor dem Fernseher mit Tastatur und Maus. Genau. Und Mikro. Ja, gut. In diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit diesem Video wie die Kinder, die hier rumtanzen und die Frau, die da die Wunderkerze abzündet. Ich hatte auf jeden Fall eine großen Spaß mit diesem Spiel. Bis jetzt, die erste Stunde, ich würde sagen, wir zocken das Ganze gleich noch ein bisschen weiter. Vielleicht gibt es ein 25, aber das weiß ich noch nicht genau. Wie gesagt, Regeln sind zum Brechen da. In dem Sinne, hast du einen schönen Tag und macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann.